willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Wir werden heute eine Reise machen durch Raum und Zeit zu vergangenen Leben, wo es darum geht, wie wir besser mit Veränderungen, mit Abschied umgehen können. Das heißt, wir holen uns Anteile zurück, wir heilen gewisse Aspekte unseres Daseins, die wir eben in der Vergangenheit überbeansprucht haben. Und das ist so ähnlich, wie wenn man sich Batterien zurückholt. So kann man sich das vorstellen, dass man mehr Energie, mehr Kraft wieder hat in der Gegenwart, eben in Bezug auf Abschied, Trauer, Verlust, Veränderung, dass man damit besser umgehen kann. Gut, du wirst jetzt durchgeleitet, also lass dich jetzt von dem Konzept so zurückzureisen, durch Raum und Zeit zu reisen, gar nicht jetzt mal so irritieren. Das geht ganz einfach, weil Zeit und Raum ja eigentlich eine Illusion sind. Also schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und erlaube dir mal ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum, in die Gegenwart hineinzuspüren. Also der Ort, wo du jetzt bist, der Raum, wo du jetzt bist, diese Gegenwart, da spür mal ganz bewusst rein und erlaube dir, ganz ins Hier und Jetzt zu kommen. Du spürst ein strahlendes, goldenes Licht, das sich wie eine Schale in deinem Becken sammelt. Und diese Schale ist dein Energiereservoir. Und du merkst vielleicht, dass diese Schale nicht ganz voll ist, dass ein bisschen Energie, so ähnlich wie Wasser in dieser Schale, vorhanden ist, aber dass da noch Platz ist für viel mehr Energie. Und du bittest jetzt mal dein höheres Selbst und deine geistigen Helfer und Führer, dich auf eine Reise zu begleiten, dich auf eine Reise zu bringen, wo du diese Schale, diese Energieschale wieder füllen kannst. Visualisiere also jetzt nochmal so diese Schale in deinem Becken, diese Energieschale. Visualisiere auch die Lebensenergie, die in dieser Schale ist. Und du wirst heute mit Hilfe deines höheren Selbst und deiner geistigen Helfer und Führer diese Energieschale wieder füllen. Sämtliche Anteile, wo Energie gebunden ist in Raum und Zeit, die heute von dir gelöst werden können, kannst du nun bereisen. Und während du jetzt nochmal tief ein- und ausatmest, spürst du schon, dass du zu den Erlebnissen geführt wirst, die dir deinen Mut und deine Zuversicht genommen haben. Also dort, wo du ganz viel Energie gebraucht hast, um durchzuhalten, wo Mut und Zuversicht einfach drunter gelitten haben, zu diesen Aspekten kommst du nun und du erlaubst dir, wenn du möchtest, dass da auch Bilder aufsteigen. Vielleicht sind das Bilder aus deinem aktuellen Leben, vielleicht siehst du Bilder aus vergangenen Leben. Vielleicht nimmst du auch nur Gefühle wahr, gewisse Eindrücke.
Aber jetzt holst du dir die Energie zurück, die dir deinen Mut und deine Durchsetzungskraft einfach gekostet haben bzw. beeinträchtigt haben. Und du spürst, wie dieses Wasser des Lebens, diese Lebensenergie zurück in deine Schale fließt. Und du spürst auch, dass dadurch, dass deine ureigene Energie zurückkommt, du dazu ermächtigt wirst, Energien, die du von anderen trägst, abzugeben. Also fremde Energien, die du von anderen trägst, diese Lebensenergien gehen jetzt zu den anderen zurück. Und du atmest mal tief ein und wieder aus und spürst, dass du klarer geworden bist und dass du mehr Energie in deiner Schale gesammelt hast. Nun stellt sich hinter dich Erzengel Raphael in einer grünen, prächtigen Gestalt und spricht zu dir: Ich bin für dich da, alles ist gut. Lass dich jetzt voller Vertrauen in meine heilende, hellgrüne Energie sinken. Und du lehnst dich da jetzt an dieses grüne Licht und du spürst, wie du ruhiger und friedlicher wirst. Und mit diesem Frieden und dieser Zufriedenheit lösen sich weitere gebundenen Aspekte deiner Lebensenergie. In dieser Zufriedenheit lösen sich Streitigkeiten, Ängstlichkeiten, emotionale Verwicklungen und du spürst, wie du selber wieder immer mehr Energie in deine Lebensenergieschale bekommst, wie deine Essenz zurückkehrt zu dir und wie Verwicklungen und Verstrickungen mit außen abgegeben werden. Das heißt, Energien, die du von anderen gebunden hast, verlassen jetzt dein Feld und kehren zu den jeweiligen Besitzerinnen und Besitzern zurück. Du atmest mal ganz tief ein und wieder aus und spürst, dass sich deine Schale bereits wieder mehr gefüllt hat. Und nun löst sich dieses hellgrüne Licht auf und ein goldenes Licht umgibt dich. Und dieses goldene Licht ist die soziale Haut, ist die zwischenmenschliche Haut, ist quasi das Ich und die anderen. Energie, Licht. Und in diesen Verwicklungen, in diesen Auf und Abs mit anderen Menschen, oft auch Unbekannten, unbekannte Leute, über die du dich geärgert hast, die dich irgendwie negativ beeindruckt haben, oder auch Leute, die dich positiv beeindruckt haben, da geht jetzt die nächste Reise hin. Und du holst dir deine Energie aus Zeit und Raum und von allen zurück, wo Energie von dir gebunden ist. Und
und du spürst, da fließt eine Menge Energie zurück in deine Schale. Und je mehr sich deine Schale füllt, umso mehr setzen sich alte Energien von außen ab und die kannst du wieder abgeben, zurückgeben. In Situationen zu anderen Menschen. Sodass du klarer und freier wirst. Atme mal tief ein und wieder aus und schau mal, wie schön und voll deine Schale bereits ist. Und nun mit dieser Ansammlung an Energie, an Lebenskraft, an deiner Essenz, kannst du nun eintauchen und ganz bewusst alle Verstrickungen, die mit Verlust, Verlustangst, mit Abschied und Trauer zu tun haben, all diese Bilder aus diesen und aus vergangenen Leben kannst du nun wie eine Reihe vor dir sehen. Liebe Leute, die du verloren hast, Menschen, wo du Abschied genommen hast. Und du siehst aufgefädelt in einer Reihe all diese Erlebnisse. Und du bittest nun um die Gnade, erkennen zu können, dass es all diesen Personen, die gegangen sind, unendlich gut geht. Du bittest darum, erkennen zu können, dass es all diesen Personen unendlich gut geht. Dass sie alle glücklich und erfüllt sind und voller Frieden. Und dass dieser Frieden und diese Zufriedenheit genauso Teil von dir sein kann. Und in dieser Fülle, in dieser Lebenspracht, in dieser Freiheit erkennst du, dass all diese Menschen, all diese Erlebnisse deine Energie gar nicht brauchen, weil sie selber unendlich viel Energie und Licht zur Verfügung haben. Also erlaubst du dir, dein Licht, deine Lebensenergie aus diesen Situationen zu dir zurückfließen zu lassen. Mit ganz viel Filtern, Trost und Reinigung. Gelöst von Selbstboykott. Gelöst von Drama. Und du siehst nun, dass diese Energie deine Schale noch mehr füllt und dass du jetzt auch die Energie von all diesen Personen und Erlebnissen loslassen kannst. Die fließen jetzt in alle Richtungen. All die gebundene Energie geht von dir weg und deine Schale füllt sich immer mehr mit deiner authentischen Essenz. Und spür das mal. Spür, wie dich das aufrichtet, wie dich das aus der Traurigkeit, aus der Eingeschlossenheit in deine Würde bringt. Und spüre dieses Licht, dein unendliches Licht. Atme mal tief ein und wieder aus.
Und nun erlaubst du dir auch, diese Lebensenergie noch einen Schritt weiter zuzulassen, nämlich das verbrauchte Lebensenergie deines Körpers, deines manifestierten Körpers, jetzt gereinigt und transformiert wird, dass Fremdenergien aus deinen Gelenken, aus deinem Körper rausgenommen werden, die feinstofflichen Kanäle gereinigt werden, die grobstofflichen Kanäle gereinigt werden, wie dein Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem, dein Lymphsystem. Und du spürst, dass diese Energie die alte, verbrauchte Energie dich verlässt und dass dein Lebenswasser, deine Lebensenergie, die Schale sich wieder füllt. Alte Leiden aus dem Familiensystem lösen sich da auf. Vielleicht kennst du gesundheitliche Themen, die du quasi geerbt hast von deiner Verwandtschaft, von deinen Ahnen und die gehen da raus. Aber auch Verspannungen, Anspannungen aus früheren Zeiten, aus früheren Leben können da jetzt gelöst werden. Und du spürst nun ein strahlendes, weißes Licht in dir und um dich herum. Du spürst, dass du absolut gereinigt bist, geklärt bist und absolut in deiner Mitte. Du erlaubst dir jetzt, diese hochschwingende Frequenz, deine Essenz zu leben und auszudrücken. Du atmest tief ein und wieder aus und betrachtest deine gefüllte Schale voll Lebensenergie, voll Lebenselixier. Und du bedankst dich bei deinem höheren Selbst, bei deinen geistigen Helfern und Führern für diese Reise. Du spürst, dass dir diese Energie zur Verfügung steht. Du spürst, dass du eine neue Resilienz entwickelt hast, eine neue Leichtigkeit, ein neues Vertrauen in die Intelligenz und Gnade des Daseins. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Bedank dich nochmal und streck dich dann durch, beweg mal deine Arme und Beine. Und erlaube dir jetzt diese Lebensenergie noch einmal zu erden, umzusetzen, also durch die Beine, wenn du die bewegst, noch einmal so in die Erde fließen zu lassen. Und spür, wie du in deinem Tempo immer mehr ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückkehrst, in deine Gegenwart. Alle Türen schließt hinter dir. Und wenn du deinen Körper wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Wie fühlt es sich denn an, so aufgetankt und ein bisschen befreiter
und leichter zu sein. Wie hast du denn die Lebensenergie wahrgenommen? Was für Bilder sind dir gekommen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und wenn du möchtest, teile das Video. Bis bald, liebe Grüße aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erani. Tschüss.